Die Skoliose ist eine Erkrankung, die typischerweise im Kindes- und Jugendalter auftritt. Bei den Kindern und Jugendlichen ab dem 10. Lebensjahr spricht man von der adoleszenten Skoliose. Diese trifft vor allem junge Mädchen. In aller Regel geht sie einher mit einer Verkrümmung der Brustwirbelsäule, die im Volksmund dann auch Rippenbuckel genannt wird. Es gibt eine Gegenschwingung in der Lendenwirbelsäule und diese Gegenschwingung nennt man dann Lendenwulst. Durch eine Verdrehung der einzelnen Wirbelkörper gegeneinander entsteht dann die Vorwölbung mit den daran hängenden Rippen und das ist kosmetisch für die meisten Mädchen ein Problem. In der frühen Phase der Kindheit und der Jugend ist dieses Krankheitsbild schmerzfrei, aber im weiteren Verlauf kommt es an den Stellen, wo die Wirbelsäule entsprechend rotiert und verdreht ist, zu verschleißbedingten Veränderungen, die dann im weiteren Leben Schmerzen bereiten. Die Skoliose kann je nach Schweregrad in unterschiedlicher Weise behandelt werden. In den milden Formen, hier geht man von bestimmten Gradzahlen aus, kann man vor allem beim wachsenden Skelett mit einem Korsett arbeiten. Ist die Patientin schon weitgehend ausgewachsen und ist die Skoliose in einem bestimmten Gradbereich, hier sprechen wir von ca. 40 Grad, im Bereich der Hauptkrümmung, kann man oder sollte man über ein operatives Vorgehen nachdenken. Hier am Sana-Klinikum Offenbach treffen Sie auf Experten, die sich seit Jahrzehnten mit diesem Krankheitsbild der Skoliose beschäftigen. Wir verfügen auch über alle notwendigen Technologien und Methoden, wie beispielsweise das Neuromonitoring, die Navigation und auch eine Kinderintensivstation, die sich dann im Nachgang nach der Operation um die Schmerztherapie der Patienten kümmern kann.